Namaste alle miteinander. Ja, heute ist ein neuer Tag. Es geht auf zum Trekking rund um Munnar oder Munnar, glaube ich, heißt es eher. Zuerst gehen wir jetzt durch die Teeplantagen. Die Wolken hängen noch über den Bergen. Ja, und wir sind eine Gruppe von, Moment, 7 Leuten plus Guide. Zuerst geht es ein ganzes Stück aufwärts in die Berge. So. Schon die ersten Meter sehen richtig schön aus hier. Der Aufstieg ist noch nicht vorbei. Weiter geht's nach oben. Upsala. Es ist Frühstückszeit. Ja. Ja. Endlich was essen. Also die beste Zeit. Die beste Zeit des Tages. Oh ja, Frühstück ist das wichtigste Essen. Ja. Ja. Die Hänge sind voll mit diesen wahnsinnig schönen Teeplantagen. Nur hin und wieder wird es mal ein wenig eng. Aber wir sind ja nicht die Ersten, die hier langlaufen. Von daher alles kein Problem. Because of this man, yeah. Because of you, you ruined his video. Auf Entdeckungstour. Das war mal ein Kreuz. Jetzt ist es keines mehr. Ah, Vorsicht, Vorsicht hier. Bisschen rutschig, weil die Erde so trocken ist. Ja, den höchsten Punkt haben wir jetzt hinter uns. Der muss um die 2000 oder 2100 Meter hoch gewesen sein. Der höchste Berg hier in der Hoppala. In der Gegend ist der Anamudi mit etwa 2490 Meter, so wie ich das verstanden habe. Das sieht schon einigermaßen beeindruckend und gefährlich aus hinter mir.
Wahnsinn. So, solche riesigen Berge hier. Und wir haben den ganzen Tag tollstes Wetter. Und viel Spaß. 3. 1, 2, 3. Okay. Oh, no. No, enough! It's better enough! Okay, now we must rest. Als nächstes statten wir dem Dschungel einen Besuch ab. Upsala. Ja, und steigen jetzt ab von 2000 Metern zurück nach Munnar. Und kurz nach Mittag werden wir wieder in der Stadt sein. Also wer noch nie in Indien war und so ein bisschen skeptisch ist, wie das hier so ist mit der etwas anderen Kultur und den Menschen und der Sauberkeit, der sollte zuerst nach Kerala kommen, weil es ist echt wunderschön hier und man hat so viele Ziele, was man sich ansehen kann. Alles relativ nah beieinander, gut zu erreichen mit Bussen. Ja, ist super. Ich bin jetzt gleich mal ganz leise, weil hier gibt es ganz viele Vögel. Ich hoffe, das hört man so ein bisschen. Moment. Psst. Ja, überall zwitschert und hier rilliert es. Das nenne ich mal eine schöne Brücke. Oh, hier muss man aufpassen, wo man hinläuft. Oh, es schwingt schon. Eieiei. Hallo! Ja, wie ihr seht, ich bin zurück in der Unterkunft. Hat ja gesagt, wir würden so kurz nach Mittag zurück sein in Munnar. Daraus wurde dann etwa um 2. Und ja, unser Guide war sehr nett. Das war ihm allerdings spürbar zu spät. Ich glaube, er hatte mit einem zeitigeren Feierabend gerechnet. Ja, und sonst ist am Tag nichts weiter Spannendes mehr passiert. Deshalb gab es jetzt keine Zwischenszenen mehr zwischen dem Trekking und jetzt. Es ist schon Abend und ich will mich nur noch verabschieden von euch und sage deshalb jetzt nur noch Namaste und Adieu. Bis später.